Ein Tag in der DSAG spart den Unternehmen mindestens 3 Beratertage. Was man hier mitnimmt, ist eigentlich fast unbezahlbar. Der Nutzen dieser Zusammenarbeit muss und soll ja sein, das Mitgliedsunternehmen, der Anwender. Denn der zieht immense Vorteile aus der Plattform DSAG. Der kriegt hier Informationen aus erster Hand. Der beteiligt sich am Wissensvorsprung. Aber ich glaube, fast noch wichtiger ist es, dass man die Kontakte hat, dass man die SAP-Ansprechpartner überhaupt kennenlernt und dass man ganz, ganz viele andere Kunden kennenlernt. Im Erfahrungsaustausch, auch branchenübergreifend. Eine Anwendervereinigung braucht Anwender in der Basis, aber auch in der Spitze, um gegenüber SAP die Themen des Kunden authentisch zu platzieren. Und deshalb legen wir einen ganz großen Wert darauf, dass die Stimme des Anwenders über unseren Vorstand natürlich auch bei SAP ankommt. Wir waren im Jahr 2000 nur, sage ich mal in Anführungsstrichen, die deutsche SAP-Anwendergruppe mit 300 Mitgliedsfirmen. Heute sind wir die deutschsprachige mit User Group und sicherlich auch die weltweit einflussreichste. Das ist eine tolle Erfolgsstory. Die DSAG, wir für uns, ist unser Motto, ist ein Mitmachverein. Wir wollen kein Vorturnverein sein, wir sind ein Mitmachverein. Und die DSAG ist immer nur so stark, wie es ihr gelingt, aktive Mitglieder zu generieren. Deshalb ohne die Mitglieder sind unser A und O, sind unser Kapital.